Der erste John Sinclair Roman, Die Nacht des Hexers. Hallo und willkommen zu Curtis Welt. Heute wieder mal John Sinclair und diesmal geht es darum, um den Anfang. Jason Dark hat seinen ersten Roman, in dem John Sinclair erschienen ist, 1973 geschrieben. Und in diesem Jahr ist zum ersten Mal der Name John Sinclair in einem Roman gefallen, und zwar in Gespensterkrimi. Und der Name dieses Romans war Die Nacht des Hexers. Ich werde jetzt ein paar Themen vorlesen, ein paar Auszüge, und um euch ein Gefühl zu geben, wie alles begann. Viel Spaß dabei. Die Nacht des Hexers. Mitternacht, der Friedhof des kleinen englischen Dorfes Middlesbury. Holpernd fährt ein rostzerfressener Lieferwagen durch die Nacht. Der geisteskranke Professor Orgoff und zwei seiner Gesellen haben sich aufgemacht, einen Leichnam zu stehlen und ihn in die unterirdischen Labore eines alten Schlosses zu bringen. Denn Professor Orgoff hat einen Weg gefunden, Tote als Zombies auferstehen zu lassen. Fast im Schritttempo rumpelte der uralte Lieferwagen über den holprigen Feldweg. In dem kleinen Führerhaus saßen zwei Männer. Der Mann am Lenkrad war Professor Orgoff, Ivan Orgoff. Mit dunklen, tief in den Höhlen liegenden Augen starrte er in die Nacht, die nur vom Licht der beiden Scheinwerfer spärlich erhellt wurde. Ivan Orgoffs Gedanken konzentrierten sich voll auf die vor ihm liegende Aufgabe. In seinen Augen flackerte es, als er daran dachte, welche Macht er besaß. Er, Ivan Orgoff, hatte Macht über die Toten. Seine grauenvolle, unheimliche Macht. Noch in dieser Nacht würde ein Toter ins Leben zurückkehren. Mary war wieder lebendig. Wie in Zeitlupe öffnete sie die Augen, bewegte den Arm, seufzte schwer. Irgendeine Kraft trieb sie hoch. Mary setzte sich auf. Sie konnte nicht denken, nicht fühlen. Nur die unbekannte Macht trieb sie an. Ihre Füße berührten den Boden, doch sie spürte nicht die Kälte der Steine. Mary begann zu gehen. Mit halb ausgestreckten Händen, zielsicher steuerte sie die Treppe an, nahm die Stufen wie in Trance. Seltsam abgehackt waren ihre Bewegungen. Trotz der Dunkelheit fand sie sich in der Halle zurecht, als wäre sie schon immer hier gewesen. Die Tür. Orgoff hatte sie offen gelassen. Mary trat ins Freie. Der kalte Wind pfiff durch ihr Totenhemd. Doch die lebende Tote spürte es nicht. Das Ehepaar Winston konnte nicht einschlafen. Morgen würde die Beerdigung ihrer ältesten Tochter Mary sein. Dieses Ereignis warf seine traurigen Schatten voraus. Mrs. Winston lag auf der Couch. Unruhig warf sie sich hin und her. Immer wieder fuhr sie erschreckt hoch. Sie konnte den Tod ihrer Tochter einfach nicht überwinden. Mr. Winston saß am Tisch und starrte ins Leere. Jedes Mal, wenn sich seine Frau bewegte, zuckte er zusammen. Er war in den letzten Tagen um Jahre gealtert. Sie alle hatten sehr an Mary gehangen. Auch Jack und Jenny, die Zwillinge, die oben schliefen. Sie hatten das Ereignis am besten überstanden, vielleicht auch gar nicht richtig mitbekommen. »Wie spät ist es?« fragte Carolyn Winston ihren Mann. »Was?« Ronald Winston fuhr zusammen. Die Frau wiederholte ihre Frage. Ronald Winston sah aus rot umränderten Augen auf seine Armbanduhr. »Schon bald 2 Uhr morgens. Mein Gott!« flüsterte seine Frau. »Du musst doch auch schlafen, Ron.« Ein Kratzen an der Haustür schreckte Carolyn Winston auf. »Bist du es, Ron?« Im gleichen Moment kam ihr zum Bewusstsein, dass ihr Mann ja in der Küche am anderen Ende des Hauses war. Jetzt klopfte es gegen die Haustür. Es waren wuchtige Schläge. Carolyn Winston runzelte die Stirn. Wer mochte das sein, um diese Zeit? Wieder klopfte es, diesmal noch stärker. Carolyn Winston stand auf. Angst umklammerte ihr Herz. »Ronald«, rief sie, »es hat geklopft.« »Dann mach doch auf«, gab ihr Mann lautstark zurück. »Ich kann im Moment nicht.«
Mit unsicheren Schritten ging Carol Winston zur Haustür. Wieder dröhnte es gegen das Holz. »Ja, ja, ich komm schon«, ihre Stimme klang leicht ärgerlich. Carolyn Winston musste die Tür erst aufschließen. Hastig drehte sie den Schlüssel im Schloss. Wie immer klemmte die Haustür ein wenig. »Musste auch mal ge...« Die weiteren Worte blieben Carolyn Winston buchstäblich im Hals stecken, als sie erkannte, wer draußen stand. »Mary? Nein, das ist doch... Nein!« »Und das soll ich Ihnen glauben, Mr. Winston?« fragte Constable Jones zweifelnd. Ronald Winston schluchzte seufzend auf. »Es ist die Wahrheit, wirklich. Ich kann Ihnen nichts anderes sagen. Ich habe meine Frau und meinen Sohn nicht umgebracht. Es war meine tote Tochter, das schwöre ich, so wahr ich hier stehe.« Der Constable dimmte sich an die Stirn. »Ich habe Sie immer für einen normalen Menschen gehalten, Mr. Winston. Aber was Sie mir hier jetzt unter die Weste jubeln wollen, nimmt Ihnen kein vernünftiger Mensch ab.« Ronald Winston ließ sich erschöpft auf seinen Küchenstuhl sinken. Mit zitternder Hand deutete er auf das Häufchen Asche. »Das ist von meiner Tochter übrig geblieben.« Constable Jones winkte ab. Scotland Yard. Eine Polizeiorganisation, in der sich Tradition und Fortschritt paarten. Wie eine Dolchspitze ragte das neue Gebäude New Scotland Yard in den trüben Himmel. Inspektor John Sinclair, blond, blauäugig und knapp 1,90 groß, saß gerade in der Kantine beim Mittagessen. Als über den Lautsprecher die Durchsage kam, er solle sich sofort bei seinem Chef melden. John ließ seufzend sein Roastbeef liegen, zwinkerte der hübschen Serviererin zu und enterte den Fahrstuhl, der ihn in den 10. Stock brachte. Superintendent Powell saß wie ein Pavian hinter seinem Schreibtisch und blickte den eintretenden Inspektor durch seine dicken Brillengläser scharf an. Powell litt unter Asthma und verabscheute Alkohol. Solche Menschen musste es ja auch geben. Trotz allem war er der geborene Taktiker und Organisator. »Setzen Sie sich und lesen Sie diesen Brief, John«, sagte Powell und reichte dem Inspektor einige eng beschriebene Schreibmaschinenseiten. John Sinclair las den Brief aufmerksam. Nach etwa 20 Minuten legte er die Blätter auf den Schreibtisch. »Nun«, fragte Superintendent Powell, »wie ist Ihre Meinung?« John grinste etwas verunglückt. »Normalerweise würde ich sagen, dieser Constable Jones hat eine etwas zu blühende Fantasie. Aber wie die Dinge liegen, ich meine die verschwundenen Leichen, muss man der Sache wirklich etwas dran sein.« »Eben«, erwiderte sein Vorgesetzter, »Sie, John, werden sich mit diesem Fall beschäftigen. Sie sind genau der richtige Mann.« »Meinen Sie wirklich, dass meine Reise nach Middlesbrough Erfolg verspricht, Sir?« »Ja«, antwortete Powell und erhob sich. »Sie fahren am besten noch heute und passen Sie auf sich auf, John. Ich habe ein komisches Gefühl. Möchte meinen besten Mann nicht verlieren. Alles Gute.« Die beiden Männer reichten sich die Hand. Und so sah dieses Cover aus des Gespensterkrimi-Romans im Bastei-Verlag. Und Band 1 war Jason Dark, die Nacht des Hexers. Und genau das ist es, das ist die erste Geschichte, wo John Sinclair vorkommt. Ich hoffe, ihr werdet viel Spaß mit diesem ersten Band haben, weil es wirklich darum geht, ins Universum von John Sinclair einzutauchen. Hier sind nicht viele Leute dabei, die zukünftig seinen Werdegang mitbegleiten. Nein, eine Soloaktion, er allein gegen die Ungeheuer-Zombies, die hier erscheinen. Spannend geschrieben, gut erzählt auch. Und jetzt eine kurze Aufnahme in ein Hörspiel, das Jahre später gemacht wurde in der 2000er-Serie, wo der Beginn von John Sinclair noch einmal kurz zusammengefasst wird. Mittwoch, 11.23 Uhr, New Scotland Yard, London. Ja?
Sir James, Sie sehen ja wieder mal aus wie das blühende Leben. Sparen Sie sich den Schmuh, Sie wollen doch nur wieder an meinen Kaffee. Aber was denken Sie nur von mir? Na, dann ist ja gut. Obwohl, wenn Sie ihn mir so anbieten... Jetzt nehmen Sie sich schon endlich eine Tasse. Wenn Sie darauf bestehen. Hoffentlich finden Sie bald eine Sekretärin. Ich suche doch schon die ganze Zeit. Suchen Sie schneller. Zu Befehl. Ach übrigens, diesen Brief hier habe ich vorhin per Kurier erhalten. Aus Schottland? Mhm. Ein Constable hat offenbar Probleme mit einem Fall und bittet uns um Unterstützung. Worum geht's? Um zwei Morde und Leichendiebstahl. Oh. Tja, die Geschichte hört sich ziemlich verfahren an. Am besten Sie lesen den Brief und sagen mir Ihre Meinung. Mach ich, Sir James. Die Geschehnisse, von denen Constable Jones in seinem Schreiben ausführlich berichtete, waren zwar unheimlich und schockierend, für mich aber nichts Ungewöhnliches. Schon während meines Studiums hatte ich mich für den Bereich der Parapsychologie interessiert und war inzwischen zu einer Art Spezialist im Aufklären rätselhafter Phänomene geworden. Polizeiorganisationen aus aller Welt traten an mich heran, wenn die herkömmlichen Mittel bei einem Fall versagten. Doch so gerne ich auch mal einem echten Geist begegnet wäre, bisher hatte ich noch jeden Auftrag mit irdischen Mitteln erledigt. Und meine mächtigste Waffe im Kampf gegen das Böse war die Recherche. Das war ein Hörbuch-Auszug aus der 2000er-Serie von John Sinclair. Sehr, sehr gut gemacht, muss man sagen. Sehr gut inszeniert, die Szenerie, die Spannung gut aufrechterhalten und man kann sich wirklich reinleben. Wie auch immer, lest den John Sinclair, hört sich das an. Tonstudio Braun hat auch eine Kassette und jetzt eine CD herausgebracht. Hört euch die an. Es ist alles empfehlenswert. Jeder dieser Aufnahmen, das Heft sowieso, taucht ein ins John Sinclair-Universum und erlebt die ersten Geschichten, die ersten Auftritte von John Sinclair, geschrieben von Jason Tark. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und eine gruselige Nacht. Bis bald.